So, die meisten Leute denken, dass man im Geschäft nur erfolgreich wird, wenn man sehr viel Geld hat. Und ja, es gibt eine Mindestmenge an Geld, die braucht man eigentlich. Aber ich werde dir jetzt erklären, warum ich mit weniger Kapital trotzdem deutlich erfolgreicher heute bin als viele Leute, die mit mir gestartet hatten, die mehr Geld hatten, die ja sogar schon länger im Geschäft aktiv waren. Denn im Endeffekt ist es so, als Amazon-Händler brauchst du eine Mindestmenge von Geld. Ich sag mal, 5.000 bis 10.000 Euro brauchst du einfach. Ich werde auch gleich erklären, warum. Aber es ist nicht so, dass jemand mit 50.000 Euro unbedingt erfolgreicher wird als jemand mit 10.000 Euro und auch nicht jemand mit 100.000 Euro. Und häufig sind es sogar die Leute, die sehr viel Startkapital haben, die aber keine Ahnung haben, die natürlich den größten Schaden anrichten, weil sie es auch können. Aber fangen wir mal an. Also, ich selbst bin mittlerweile seit über 6 Jahren Amazon-Händler. Ich lebe komplett davon. Ich habe mittlerweile Mitarbeiter. Wir haben hier ein Büro in Hamburg, das über 250 Quadratmeter hat. Aber so habe ich natürlich nicht gestartet, sondern ich habe gestartet in einem Studentenwohnheim mit einem Nebenjob bei DPD, wo ich mein Geld zusammengespart habe und mit ein paar tausend Euro. Damals war das Ganze noch leichter, da konnte man noch mit ein bisschen weniger Kapital starten als heute, aber auch schon da war Kapital wichtig. Und heute ist es auch ganz normal, du wirst eigentlich keinen Tag finden, wo ich nicht mal in irgendeine Richtung ein paar tausend Euro investiere. Und das ist halt auch wichtig, dass du das als Amazon-Händler machen kannst. Denn du wirst Ware einkaufen, du wirst Produktfotos kreieren, du wirst vielleicht ein Video kreieren, du wirst Geld in Werbung stecken und dieses Kapital brauchst du. Aber es ist tatsächlich so, dass viele unserer Klienten mit deutlich weniger Startkapital gestartet haben als unglaublich viele andere Amazon-Händler, aber deutlich schneller skalieren. Und im Endeffekt geht es ja darum, wie schnell schaffst du es, ein erfolgreiches Amazon-FBA-Unternehmen aufzubauen. Und ich möchte jetzt mal erklären, wie wir das schaffen, mit weniger Kapital viel mehr zu erreichen als die breite Masse. Also der erste Punkt ist, dass viele Leute gar nicht auf die richtigen Kennzahlen achten. Jetzt ist es leicht mathematisch, aber im Endeffekt ist es so, wenn du als Amazon-Händler arbeitest, dann hast du mehrere Kennzahlen, die ganz wichtig sind. Umsatz ist eine wichtige Kennzahl, Gewinn ist eine wichtige Kennzahl, Marge ist eine wichtige Kennzahl. Aber es gibt zum Beispiel auch Kennzahlen wie der Return on Invest. Das heißt, wenn du 1 Euro investierst, wie viel Euro kriegst du zurück? Und bei mir war das zum Beispiel damals so, ich habe mit sehr günstigen Produkten angefangen, weil ich einfach nicht das Kapital hatte für größere Produkte. Und ja, ich habe halt für einen Schlüsselanhänger 70 Cent investiert, hatte aber 3-4 Euro Marge. Das heißt, ich bin sehr schnell sehr kapitalstark geworden. Das ist schon der große erste Hack. Das heißt, du musst gucken, welche Kennzahlen muss ich eigentlich beachten, um schnell zu wachsen. So, das zweite ist, auf Amazon geht es ja viel darum, dass wir einen Markt haben. Wir haben ein bestehendes Suchvolumen, die Leute suchen aktiv nach den Produkten. Und dann gibt es da, sag ich mal, so ein Haifischbecken. Und im Endeffekt ist es deine Aufgabe, ein Stück von diesem Kuchen zu kriegen. Und bei uns ist es halt so, dass Leute es schaffen, mit deutlich weniger Werbekosten deutlich mehr Stück von diesem Kuchen zu kriegen. Woran liegt das? Im Endeffekt ist es so, wenn jetzt ein Kunde einfach nur guckt, dann guckt er immer nur, wo kriege ich das meiste für das Geld, welches dieser Produkte löst am besten mein Problem und vom Verhältnis her, wo bin ich bereit, halt wie viel Geld auszugeben. Und unsere Klienten schaffen es halt, dass sie hochpreisig verkaufen, dass sie dadurch, dass sie extrem gut auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen, dass sie extrem gut verstehen, was triggert die Kunden eigentlich, was wollen die Kunden eigentlich und was wollen sie vor allem auch nicht, also vor welchem Schmerz rennen sie weg, dass wir es dadurch schaffen, die Conversion Rate extrem zu erhöhen. Das heißt, wenn beim normalen Amazon-Produkt, jetzt beispielhaft, von 100 Leuten 3 Leute kaufen, dann kaufen bei uns zum Beispiel 8. Und dadurch schaffen wir es natürlich, uns die Kunden deutlich günstiger einzukaufen und haben dadurch einen extrem guten Return on Invest. Und das ist der zweite Punkt. Also wir achten erstmal auf die richtigen Kennzahlen. Wir gucken ganz gezielt schon bei der Produktrecherche, bei welchem Produkt haben wir die besten Wachstumsmöglichkeiten. Nicht nur die beste Marge, nicht nur die besten Gewinn auf den ersten Blick, sondern auch die besten Wachstumsmöglichkeiten. Und im zweiten Schritt schaffen wir es dann, uns die Kunden deutlich günstiger einzukaufen. Und Amazon mag das auch, wenn Kunden halt, ja, im Endeffekt auf deine Produkte anspringen und gibt dir dann schneller kostenlose Sichtbarkeit und dadurch launchen wir schneller, kriegen schneller Marktanteile im Markt. Der dritte Punkt ist, dadurch, dass wir diese Skills haben, arbeiten wir ganz, ganz anders mit unseren Herstellern zusammen. Denn während die meisten Leute zu einem Hersteller gehen, den nicht mal wirklich als Partner ansehen, sondern einfach als etwas, wo sie Kunde sind, wo sie Angst haben zu verhandeln, klar und deutlich mit dem zu reden, es ist bei uns so, wir sehen unsere Hersteller als Partner und wir arbeiten mit denen zusammen auf eine Art und Weise. Das funktioniert besonders gut in Deutschland und Europa. Deswegen sind wir auch, was das angeht, ganz klar Vorreiter am Markt, dass wir sagen, arbeite in Deutschland und Europa, weil in China funktioniert das ein bisschen schwieriger. Aber wir arbeiten zusammen mit unseren Herstellern eine Strategie aus und wir arbeiten auch mit Zahlungszielen von Herstellern.
Denn im Endeffekt ist es so, wenn ich weiß, dass ich meine Ware verkauft und ich möchte ein neues Produkt auf den Markt bringen, sagen wir eine Variante vielleicht von dem ähnlichen Produkt, was du bereits hast, dann hast du natürlich ein Invest. Und das größte Invest ist immer die Ware. Denn im Endeffekt ist es so, deine Produktfotos kosten was, deine Werbung kostet was. Aber das Wichtigste oder der größte Kostenpunkt ist eigentlich immer die Ware. Und 99,9% der Amazon-Händler kommen irgendwann an ein Limit, wo sie nicht mehr skalieren können, weil sie nicht genug Geld haben. Und wir haben aber durch unsere Beziehung von den Herstellern die Möglichkeit, Produkte auf den Markt zu bringen, ohne großartig in Vorleistung gehen zu müssen. Wie das genau funktioniert, erklären wir bei uns im Mentoring. Da steckt ein Prozess hinter, das funktioniert systematisch, es funktioniert für alle unsere Klienten. Aber was dann im Endeffekt passiert ist, dass sie die Ware kriegen, dass sie auf dem Markt aktiv sind und dass sie dort so gut verkaufen, dass bevor das Zahlungsziel abgelaufen ist, sie schon wieder neue Ware einkaufen können. Und dadurch schaffen wir es natürlich, mit weniger Kapital in mehreren Märkten aktiv zu sein. Und wenn du das Ganze jetzt mal kombinierst, dann siehst du, dass wir einen höheren Return on Invest haben. Das heißt, wir gucken, bei welchen Produkten müssten wir halt wenig Geld investieren, um relativ hohe Margen zu haben. Dann gehen wir so vor, dass wir ganz, ganz stark darauf achten, wie verbessern wir unsere Conversion. Also das ist eine der wichtigsten Kennzahlen, wenn wir neue Produkte launchen. Und den dritten Schritt haben wir so gute Herstellerbeziehungen, dass wir von unseren Herstellern teilweise sogar die Ware vorfinanziert kriegen, dass wir sie dann verkaufen und quasi dann unser Invest auf wirklich 80% von dem, was ein normaler Händler investieren müsste, reduziert wird. So, wenn du diese drei Strategien kombinierst, dann wirst du sehen, dass du deutlich schneller wächst als eigentlich alle anderen. Ganz, ganz wichtig ist, diese Strategien, die kannst du teilweise erst anwenden, wenn du eine gewisse Sicherheit hast im Markt. Und es ist sogar gefährlich, wenn du das machst, wenn du nicht genau weißt, was du machst. Deswegen wende das bitte nicht fahrlässig an, weil wenn du jetzt nicht ein sicherer Amazon-Händler bist, ich sage das ganz explizit dazu, dann kann es sein, dass Zahlungsziele dich zum Beispiel umbringen, weil du einfach nicht weißt, wie du damit umgehst, weil du vielleicht falsche Ware einkaufst, die musst du dann später trotzdem zahlen, dann hast du Schulden. Aber bei uns ist es so, die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, die wissen, was sie machen. Die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, die wissen auch, wie man solche Verhandlungen eingeht und die wissen auch, welche Produkte sie auswählen und die wissen auch, wie sie die Produkte erfolgreich verkaufen. Und dadurch kannst du es wirklich schaffen, extrem viel schneller zu wachsen als 99% der Menschen auf dem Markt. Und ja, ich denke, dieses Video hat ja wahrscheinlich viele neue Erkenntnisse gebracht. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao, ciao.